Thomas Westerburg und transversale Geheimtechnik-Roulette. Von seppel88@gutemail.com an lars3003@gutemail.com. Datum 25. Juli 2010, 13.28 Uhr, betreff Thomas Westerburg und transversale Geheimtechnik. Hallo Friends. Frisch heute Morgen aus Südafrika zurückgekehrt, schreibe ich gleich einen Bericht. Besonders zu dem Streit zwischen Thomas Westerburg und dem Kaisern, der dabei Paroli ausgetragen wird. Westerburg und auch der Guru, der ja tatsächlich Seltsang Kenzi heißt, werden da von Kaisern zu Unrecht angegriffen. Mit der Sache in Leipzig haben die beiden überhaupt nichts zu tun. Gegen Kaisern läuft ja beim Amtsgericht ein Entmündigungsverfahren, was ganz andere Leute eingeleitet haben. Der Wirt von der Kneipe Ratskeller in Grimma, sein eigener Sohn, soll das beantragt haben, zusammen mit einem aus dem Paroli-Forum, dessen Namen aber unbekannt ist und von dem es nur seine Telefonnummer 02632-45284 gibt. Sowas können nur Verwandte beantragen, Fremde nicht, und sein Sohn hat angeblich Krach mit seinem Vater und da sollen noch private schwere Dinge sein. Der Wirt vom Ratskeller in Grimma hat Westerburg ja noch selbst im Hotel angerufen, nachdem Westerburg gesagt hatte, wo er erreichbar ist. Und Westerburg ist es auch egal, dass Kaisern sein Buch Meine Roulette-Bibel kopiert hat und unter seinem Namen zu verkaufen sucht. Westerburg sagt, er habe das Buch vor 11 Jahren geschrieben und nichts verkaufen können. Und außerdem stehen da nur Thesen drin, die er schon einmal 1973 in seinem Buch Das Geheimnis des Roulette veröffentlicht hatte. Es ist auch stimmig, dass Westerburg tatsächlich so viel gewinnt. Ich, der Guru Seltsang Kenzi und auch der noch dabei gewesene Herr Schlieker aus Köln haben nur mit kleineren Einheiten gespielt und angenehm gewonnen. Westerburg aber spielt immer mit Höchsteinsätzen und hat in Sun City tatsächlich schon wieder 500.000 gemacht. Aber das war alles sehr, sehr riskant. Westerburg ist eben ein Draufgänger und riskiert viel. Wir sind gestern Abend nach Frankfurt zurück. Westerburg ist mit der Frau vom Guru Seltsang Kenzi nach Melbourne weitergeflogen und will jetzt in Australien Millionen gewinnen. Und zur Frau vom Guru Seltsang Kenzi, auch wenn sie fast 30 Jahre jünger ist und die Ehe wohl nur noch auf dem Papier steht, aber das, was dabei Paroli steht, stimmt auch nicht. Die sieht wirklich hervorragend gut aus und ist eine Traumfrau. Ich habe zufällig im Pass ihr Datum gesehen, geboren am 20.05.1974. Aber Westerburg wohnt natürlich im Grauen Casino Hotel in Melbourne und nicht bei Mackenzie's. Westerburg ist kein Kostverächter, wie er sagt, hat Wagen trotz ihm ja schon mal vorgeworfen, sich während seiner Reise an seine Freundin rangemacht zu haben. Ich war ja auch zur WM mal 3 Tage in Südafrika zusammen mit Westerburg. Da hatte der eine 25-jährige Brasilianerin, von der er eigentlich der Opa sein konnte, im Schlepptau. Aber als Brasilien ausgeschieden war, war seine Brasilianerin auch auf einmal weg. Nun sollten wir mal die Rückmeldung aus dem Crown Casino in Melbourne abwarten. Westerburg will dort seine obligatorischen Millionen Australdollar gewinnen. So einfach wird das nicht werden, wie der sich das vorstellt. Aber Westerburg ist wirklich ein Star. Als wir in Sun City mit dem Bus eintrafen, traf auch eine Gruppe Chinesen ein und die haben den Westerburg tatsächlich erkannt und Autogramme hat er gegeben. In China in Macau hatte Westerburg vor 2 Monaten ja mal über 3 Millionen Dollar in einer Show mit dem Wynn Casino gewonnen, was im chinesischen Fernsehen übertragen wurde. Jetzt warte ich mal ab, welche Rückmeldung aus dem Crown Casino kommt.